So, also weiterhin werde ich die alten Videostände bespaßen, nachmoderieren. Und das ist immer noch eins von den kleinen Schmuckstücken. Ich wünsche viel Vergnügen und bald geht's mit aktuellen Spielrunden weiter bei Shadowrun Returns. So, jetzt aber bis später. Ja, wir machen jetzt den Wandtresor auf und haben wir den Code, haben wir uns ja gesaved. Der Safe öffnet sich dann auch. Und, oh, wir haben eine Splittergranate gefunden. Halte ich jetzt nicht so für einen Premium-Gegenstand, um den in den Tresor zu verschließen. Aber gut. Beschenkten Gaul und so, ne? Da liegen Actionfilme und Zigarettenstummel am Fernseh. Am Tritt-Schirm. Okay, das Computer ist uralt. Wahrscheinlich stammt er von irgendeinem Schrottplatz. Bla bla bla. Haben wir. Passwort wiederherstellen könnten wir nehmen. Müssen wir wohl auch. So, jetzt gibt es Fragen. Wie ist das erste Haustier? Das war die Schlange. War das Shadow? Wie heißt die Lieblingsband? Ich weiß nicht, hatten wir das irgendwo gelesen? Wir wissen es nicht mehr. Klamotten. Da war auch nichts. Chicago Poster. Schatz irgendwo im Tagebuch. Macht wohl Sinn, vielleicht mal die Arbeitskolleginnen zu befragen, ob die da mehr wissen. Gut, sie möchte wissen, womit sie uns helfen kann. Frage nie nach der Vergangenheit. Keiner von uns tut das Q. Das echte Name ist Gina und das ist auch schon die persönlichste Information, die ich von ihr habe. Sieht sie mit der Lieblingsband aus? Ich kenne dich in der Tat. Sie spielt ihre Starfire-Platten. So laut. Okay, Starfire ist es. Und schön mit Ö. Ja, das Haustier müsste die Schlange sein. Und die Band ist halt Starfire. Heimatstadt. Dann nehmen wir nochmal Chicago. So. Passwort ist zurückgesetzt. Wir können auf den Computer jetzt zugreifen. Und da haben wir doch einiges, was wir hier uns hier ansehen können. Kalender. Zugriffsprotokoll. Vor 3 Tagen treffen mit Delia wegen dem Job. Heute treffen mit Paco am Pike Place Market. Fällig in 30 Minuten. Der Pike Place Market. Kontakte. In Kyudos Kontakten befinden sich genau ein Eintrag, jemand namens Paco.
kurzer Scan ihrer letzten Suchanfragen ergibt, dass Coyote eine Menge über Höllenhunde gelesen hat. Zudem scheint sie sich sehr für alte Actionfiguren zu interessieren. Höllenhunde, da gab es doch diese Rechnung von dem Fleischereibetrieb. Ich glaube, 6 Karma-Punkten könnte man schon mal schauen, ob man dann vielleicht die eine oder andere Fähigkeit gesteigert kriegt. Wir entscheiden uns für Schnelligkeit. Er ist ein Gänger, ein Mitglied der Kadas, ist eigentlich ein guter Junge, der sich die falschen Freunde ausgesucht hat. Ich habe Coyote gewarnt, sich mit dieser Art Leute nicht sehr anzufreuen, die leben meistens nicht lang. Wenn du dir das mal ansehen würdest, würde mir das vielleicht zu inneren Frieden verhelfen. Ich rufe dir ein Taxi, damit solltest du rechtzeitig schaffen. Okay, wir wollen zur Plaza. Ich wäre eher überrascht, wenn sie das nicht getan hätte. Die Türsteher können sich um die meisten Störenfriede kümmern, aber in dieser Gegend braucht man schon eine Waffe. Nein, ich bin Vegetarier. Kennt also diesen Fleischhandel nicht. Möchten wir was von Nog erfahren? Ich denke mal, wir reisen jetzt zu diesem Plaza per Taxi. Du rufst dir ein Taxi von Touristville zum Pike Place Market und genießt eine ruhige Fahrt, die dich von du wirst vermutlich gleich ausgeraubt nach du musst vermutlich zu viel für deine Getränke bezahlen bringt. Im Vergleich zur urbanen Einöde der Barrens ist der Downtown-Bezirk geradezu geschmückt mit modernen Gebäuden, beleuchteten Straßen und offenen Geschäften. Alles gedeiht im Schatten massiver Konzernakologien. Viele sind diese Ökologien ein Heim, für andere sind sie gewaltige Monumente, die aufzeigen, wo die Entwicklung der Welt fehlgeschlagen ist. Im frühen 20. Jahrhundert war der Pike Place Market bekannt für seine Fischhändler. Jetzt ist er ein Markt für alles Mögliche, legal und illegal. Eine Schmelzkessel der Wohlhabenden und der Habernichtse. Obwohl die meisten Läden bereits geschlossen sind, wirst du von den Anblicken, Geräuschen und Gerüchten des Marktes geradezu überwältigt, als du aus dem Taxi steigst. Stehen ganz viele Menschen mit Regenschirmen in der Gegend rum. Aha, ein Patrick. Der gut aussehende junge Mann wendet sich von der Menge ab und schenkt dir seine volle Aufmerksamkeit. Du bist ja ein wunderschöner Mensch, aber du könntest so viel mehr sein. Was verkaufst du? Ich verkaufe gar nichts. Wir schenken dir das Geheimnis zu einem wohlvolleren, glücklicheren, produktiven Leben. Ah, ich gehe da mal wieder. Ja, der könnte von dieser Bruderschaft sein. Würde ich mal jetzt so tippen. Da gibt es recycelte Blumen zu verkaufen. Leckeren Zündsaft. Fast so gut wie der echte. Und da haben wir auch Paco, der Cutters Gang Member. Ey, hast du irgendwann meine Freundin gesehen? Ziemlich groß, Dreadlocks.
Der Junge vor dir trägt gelb, das Markenzeichen der Cutters Gang. Er ist jung, glatt rasiert und steht da, als ob ihm die Straßen alles auf ihr gehören würde. Er scheint jedoch abgelenkt zu sein und schaut mit steigender Nervosität, sieht er sich um. Er sieht zu dir rüber, als du dich ihm näherst. Hey, pass bloß auf, was willst du? Bist du Paco? Ja, kann schon sein. Wer zum Geier bist du denn? Na, für was entscheiden wir uns? Ich bin Ghostmaker. Ich suche nach Coyote. Möchte ein paar Fragen stellen. Dann musst du mir schon sagen, wieso du denkst, das wäre mein Problem. Ich bin nicht ihr Boss. Find sie doch selbst. Ich war gerade in der Union, sie hat zwei Schichten verpasst. Das harte Kerlgetue scheint von Paco abzufallen. Der Cutter ist verschwunden, was übrig bleibt, sein Junge in einer gelben Jacke. Jody wird vermisst, oh Mann, das würde erklären. Sie hätte mich hier auch vor über einer Stunde treffen sollen. Hör zu, tut mir leid, dass ich so angegangen bin. Weißt du sonst noch was? Wenn sie vermisst wird, muss ich sie finden. Hast du schon mal was von einem Laden namens Mori Meat Market gehört? Was? Du hast ihr Zeug durchsucht? Ja, der Laden ist nur den Block runter. Wozu sie allerdings Zebrafleisch brauchen, weiß ich nicht. Hab schon mal von ihm gehört, klar, aber Blake erlaubt es keinem Cutter nebenbei noch Dinger zu drehen. Also habe ich keinen Grund, mich mit ihm abzugeben. Coyote hat auch nicht erwähnt, dass sie irgendwelche neuen Jobs macht. Warte mal, Drake, ich weiß, wo sie hingegangen ist. Verdammt, wieso hat sie nicht gewartet? Verdammt nochmal. Sag mir, wo sie hingegangen ist. Zu den Royal Apartments. Der Vermieter, Stewie G, hat da einen Drogenring am Laufen. Coyote ist da aufgewachsen, aber sie redet nicht gern darüber. Seit Jahren sucht sie nach einem Weg, um es diesem Dreckskerl heimzuzahlen. Vor ein paar Tagen habe ich gehört, dass Mr. Delia nach Runnern sucht, die irgendwas direkt unter Stevie J's Nase wegstehlen sollen. Sie muss den Job angenommen haben, da bin ich mir sicher. Und wenn diese Schlägertypen sie gekriegt haben... In Pacos Augen spiegelt sie viel Entschlossenheit. Ich werde dort hingehen. Kommst du mit? Ja, ich würde dir helfen. Natürlich kann ich kämpfen. Stevie J wird sich wundern, welcher Zug ihn überrollt hat. Paco ballt seine Fäuste. Und jetzt los. Das Royal ist nur ein paar Blocks entfernt von hier. Klar, sagt der Junge mit dem Baseballschläger. Ich glaube, der wird eher ein Ballast sein, als dass er uns hilft. Aber vielleicht kann der ein paar Kugeln abfangen. So, ja, aber kann man Punkte dazu bekommen? Ja, ausweichen würde Sinn machen. Das machen wir auch. Das mit dem Bildschirmscrollen über die Tastaturtasten. Ah, oh, Hund am Stock. Lecker. Man kann schon merken, dass es mit dem Bildschirm scrollen ein bisschen schwierig ist. Manny, was hast du denn zu verticken? Der kleine Fleischstand hat eine enorme Auswahl an verschiedenen toten Tieren. Über Kuh und Hund bist du exotisch und paranormal. An der Rückseite des Standes prangt das Schild einer älteren Version des Mannes, der vorne verkauft. Als er Paco bemerkt, wird der Blick des Besitzers steinern und wütend. Was willst du? Du weißt, dass wir... Keine Ahnung, ruhig, Brauner. Ein Freund möchte etwas fragen. Wahrscheinlich, dass wir schon die Monatsmiete beglichen haben. Du bist dann wohl Manny. Sehe ich aus wie ein fetter alter Kerl? Ich heiße Manny. Murray ist mein Vater. Was willst du? Ich habe hier einen Bestellbesteck über Zebrafleisch. Ich schau mal nach. Ja, hier ist es. Sollte vor zwei Tagen abgeholt werden. Ich dachte schon, es kommt keiner mehr. Hier, nimm es ruhig. Wer braucht denn Zebrafleisch? Manche essen es, aber ich kann es nicht empfehlen, hart wie Leder. Wir verkaufen es meistens an die Sicherheitsteams der Firmen, die es als Belohnung für ihre Höllenhunde benutzen. Wir stehen aus irgendeinem Grund tierisch auf das Zeug.
Oh, Drag. Deswegen wollte Coyote also Zebrafleisch. Jeder hat doch schon von den Höllenhunden gehört, die Stevie J irgendwo im Royal als Haustiere hält. Ich gehe jetzt. Gut, also Höllenhunde. Auf die werden wir definitiv treffen. Oh, was ist denn da passiert? Deine Augen passen sich langsam an die blinkenden Lichter an. Du entdeckst den Körper einer Frau, die tot auf dem Bürgersteig hinter der Polizeiabsprechung liegt. Panik breitet sich auf Pucks Gesicht aus. Oh nein, das ist Coyote? Das kann nicht sein, verdammt nochmal. Reiß dich zusammen. Ist sie das? Nein, nein, es ist sie nicht. Gott sei Dank. Hör zu, lass es nicht allzu lange herumhängen. In Ordnung, hier sind zu viele Lone Star Schweine. Paco sieht sich noch einmal als Opfer an. Das ist echt schlimm, was hier passiert ist. Ich werde nicht zulassen, dass Coyote so etwas passiert. Das scheint der nächste Ripper-Mod zu sein. Und da ganz hinten ist so ein Typ in einem weißen Kittel. Sehr verdächtig. Ein großer, emotionsloser Lone Star Officer blockiert den Zugang zum Tatort. Hinter ihnen siehst du das muntere Gesicht des Gerichtsmediziners von Organ Grinders Dresden. Hier ist eine Ermittlung von Lone Star im Gange. Treten Sie bitte von der Absperrung zurück. Ja, ich muss mit Dresden sprechen. Und wer sind Sie bitte? Ah, schon in Ordnung, Officer. Er gehört zu mir. Dresden tritt mit einem breiten Grinsen an die Absperrung. Der Officer bockt dich skeptisch. Also gut, aber schnell. Also, was bringt dich hierher? Eine heiße Spur auf der Suche nach dem Mörder? Reiner Zufall. Ist das das Werk des Rippers? Ja, es sieht ganz danach aus. Wie du sehen kannst, hat er jetzt der Ripper diesmal auf die Augen abgesehen. Ziemlich saubere Arbeit. Eins muss man ihm lassen. Der Ripper weiß, was er tut. Oder was sie tut. Das können wir ja nicht ausschließen. Was weißt du über das Opfer? Tja, nicht viel. Dresden kratzt sich nachdenklich am Kopf und bricht dabei vermutlich mindestens 5 Hygienevorschriften. Sie ist in ungefähr 3 Stunden tot. Ihr Name war Lucy Warden, hat im Stuffer-Check um die Ecke gearbeitet. Es sieht so aus, als wäre sie gerade von der Arbeit gekommen, als es passiert ist. Ist sie betäubt worden? Das ist das Seltsame. Es gibt kein Anzeichen für einen Kampf, kein einziger Kratzer an dem Körper, aber sie war auf jeden Fall noch am Leben, als ihr die Augen entfernt wurden. Sie ist kurz darauf am Blutfluss gestorben. Was genau sie lahmgelegt hat, werde ich erst herausfinden, wenn ich im Labor ein paar Tests durchgeführt habe. Ich dachte, du wärst für Redmond zuständig. Ja nun, ich habe nicht wirklich was gegen ein wenig Abwechslung. Dresden lacht. Die Gerichtsmediziner Downtown-Filiale ist im Mutterschutzurlaub. Also habe ich dem Management gemeldet, dass ich hier das für sie übernehme. Außerdem will ich, dass dieser kranke Killer zur Strecke gebracht wird. Gab's hier Magie? Interessanter Gedanke, nein, zumindest nichts Offensichtliches. Aber ich bin mir sicher, dass McCluskey, wenn er hier auftaucht, eine vollständige magische Spurensuche im Auftrag geben wird. Eine Art von Trophäe, nehme ich an. Vielleicht haben sie eine symbolische Bedeutung für den Mörder. Darüber hinaus kann ich keine Spekulation anstellen. Danke, Dresden. Hey, wenn ich dir helfe, steigen die Chancen, dass dieser Abschaum ein wenig früher von der Straße gespült wird. McCluskey will den Ripper auch hinter Schloss und Riegel bringen. Klar, aber dem ist ziemlich egal, ob noch 20 Leute den Tod finden oder nicht. Viel Glück da draußen. Dresden dreht sich wieder zu der Leiche um, hält aber kurz inne. Ah, wer ist das? Hinter dir steht womöglich der hässlichste Elf, den du jemals gesehen hast. Mit seinem peinlich sauberen Laborkittel, dem feinen Jacket und der altmodischen Fliege sieht er aus wie ein Bestatter aus vergangenen Jahrhunderten. Er bemerkt deine Anwesenheit und blickt dir mit einem schmalen, unheimlichen Lächeln entgegen. Guten Tag, Fremder. Dürfte ich Sie frei dann zu fragen, zu welcher Organ-Grinders-Einrichtung wir diese Leiche gebracht? Wer will das wissen? Der Elf kichert, ein seltsames, hohes Flöten, das sich wirkt, als könnte es diesem verunstalteten Gesicht entspringen. Ah, und jemand Besonderes, das spielt auch gar keine Rolle. Ich wünsche Ihnen, Ihrem Freund, dem Kriegsmediziner, viel Spaß bei der Arbeit. Und da rennt er weg. Der Lone Star Officer vor dir steckt die in Zivilkleidung, weiß mit seinem putzigen Hut auch einen schiefen Grinsen zu beeindrucken.
Du bist also der Stifler, der für den Toten arbeitet, was? McCluskey hat uns gewarnt, dass du hier auf der Suche nach dem Ripper auftauchen könntest. Du hast Glück, dass ich vor McCluskey hier aufgetaucht bin. Ich bin Officer Aguirre. Freut mich, dich kennenzulernen. Nachdem mir der Tatort ja nicht weglaufen kann, was kann ich für dich tun? Lass uns einfach sagen, dass McCluskey und ich unterschiedliche Interessen haben. Was können Sie bei dem Mord sagen? Nicht wirklich viel. Wir wissen, dass die Tat vor 3 Stunden begangen wurde und dass ihre Augen chirurgisch entfernt wurden. Um das zu sehen, brauchten wir nicht mal Dresden. Er sieht sich ihre Leiche trotzdem genauer an, vielleicht weiß er inzwischen mehr. Ich habe in der Zwischenzeit den Rest des Tatorts untersucht und nach Zeugen gesucht. Aber bisher hatte ich kein Glück. Der verdammte Ripper könnte genauso gut ein Geist sein. Haben Sie Hinweise auf den Ripper gefunden? Ha! Jede Menge, wenn du McCluskey fragst, aber die Wahrheit ist, dass wir wahrscheinlich genauso wenig Ahnung haben wie du. Ja, dann mal danke für nichts. Der freundliche Officer ist plötzlich gar nicht mehr so freundlich. Verdammt nochmal, ich hätte dich keinen einzigen Fuß in diesen Tatort setzen lassen sollen, geschweige denn deine verfluchten Fragen beantworten. Dann verpiss dich doch. Yeah, whatever. Dresden sieht auf und ein Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht. Brauchst du noch was? Irgendwelche faszinierenden neuen Spuren? Ist dir dieser Elf aufgefallen? Was? Wo? Dresden sieht sich die Schaulustigen um den Tatort herum an. Er ist schon weg, aber hat Fragen gestellt. Interessant, naja, es gibt sicher jemanden, der daran interessiert ist, einige Jahre Körperteile zu erwerben. Aber am Tatort eines Mordes danach zu fragen, ist trotzdem ziemlich unangemessen. Ein hässlicher Elf? Ja, jederzeit. Wie gesagt, wenn die Texte, wenn ihr die euch die durchlesen wollt, ich kann leider aufgrund der Schnelligkeit des Videos manchmal nicht vernünftig vorlesen, dann müsst ihr auf die Stopptaste drücken und dann könnt ihr euch dann die Texte eben nochmal nachlesen. Wird sich natürlich bei den künftigen Live-Spiel-Videos werde ich dann eher die Möglichkeit haben, das vernünftig vorzulesen. Vorne steht ein Ork im Standard-Outfit eines Staffer-Check-Angestellten. Die Uniform ist in gutem Zustand und sitzt wie angegossen. Doch die Tränen, die sein großes, schiefes Gesicht herunterlaufen, sind nicht gerade förderlich für seine Erscheinung. Er scheint ihn nicht bemerkt zu haben. Du kanntest das Opfer? Ja, was geht dich das an? Ich will dir ein paar Fragen stellen. Verpiss dich, Arschloch. Sehr reizend. Und irgendein Junkie mit einer Waffe. Ey Mann, hast du ein paar extra Nuyen? Ich habe bloß ein bisschen Sucrosum von Scheck da drüben. Hier ist ein Fünfer. Danke, Chama. Na, ich glaube, hier bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah ja, okay, da ist der Haupteingang. Den haben wir, glaube ich, in der Tat gesucht. Komm schon, Mann, lass uns Coyote finden. Ein Moment noch. Na gut, ich glaubte da einen Nebeneingang sehr spät zu haben, was allerdings nicht der Fall ist. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, den Haupteingang zu nehmen. Yeah, let's go.